Lange, lange hat es gedauert, Freunde, doch nun endlich ist es soweit. Und zwar für den großen Endspurt hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Wir starten mit Kapitel 27, dem vorletzten Kapitel. Danach kommt das Finale und ich denke mal, wenn die beiden Kapitel auf einen Ankos treffen, vermutlich im ersten Kapitel auf seine menschliche Form, dann auf seine Drachenform. Ich meine, es ist meistens so mit Drachenform und so weiter. Vielleicht taucht sogar nach Garen auf, und erste wahre Bösewicht, und Ankos zweite Form. Wer weiß, ich habe viel gemacht offscreen, sehr viel. Wir gehen das Ganze mal ganz kurz durch und ja, Michael, allerdings nicht viel passiert, man sieht. Sonnenfest ein bisschen aufgefüllt, ja. Takumi, aber versucht noch Rang S zu erreichen, hat nicht mehr ganz geklappt. Vielleicht schaffen wir es jetzt im nachfolgenden Kapitel plus finalen Kapitel noch. Falls Yumi, ja, ist im Prinzip der Doppel-Yumi noch. Bisschen geschmiedet habe. Ansonsten, der Rest dürfte, glaube ich, soweit alles bekannt sein. Sicherbogen ist zweimal. Folger wäre Rang S, der Megabogen. Im Prinzip, Benny hat auch Level 15 überschritten. Mal ganz kurz noch gucken. Bogenspezialist, ich glaube, das hatten wir schon bei ihm, war. Glaube zumindest. Bei Benny, ja, der hat jetzt natürlich paar Wiese bekommen. Halber Schaden von Schwertlands von. Ihr seht das ja alles. Prozent der Fähigkeiten, er hat relativ viele Fähigkeiten, deswegen natürlich geil. Ansonsten Längro, Speer, Kriegerlanze, Wächnerginata, wie gehabt. Und glaube ich Rang den rein mit der Axt, deswegen die Eisenaxt. Nix. Die habe ich ordentlich trainiert. Es kann eine Waffenschrift übergeben, weil sie ist die einzige Magierin im Team. Oder magiebasierte Anwenderin, die Rang S mit Magie erreichen kann. Deswegen habe ich gegeben natürlich Excalibur. Wie könnte es anders sein, ey, Alter. Wobei, was ich ganz begreife, ihr steht gut für schrägstrich anfällige Folgeangriffe, effektive Geschwindigkeit plus 5, minus 5. Wovon ist das bitte schon abhängig? Ob es irgendwie gegen Lufteinheiten ist oder gegen normale Einheiten? Wir werden sehen. Auf alle Fälle, Excalibur, schon ein Zauber, kann man sicher gut einsetzen. Ragnarok, wie gewohnt. Genau, Magier ein bisschen gesunken. Nosferatu ist halt eher Dunkelmagier, schrägstrich Zauberer Vorteil, Unheilstory gehabt. So, sie hat hier, bevor ich es vergesse. Bogenbrecher. Warum sie Bogenbrecher Zauberin, das ist nicht ganz klar. Muss allerdings darauf achten, weil ja gut, natürlich sind ja viele Verteidigungen, aber trotzdem, ey, wenn ein Gegner mit Bogen irgendwie null Trefferchance hat, ist natürlich, ja, Polen offen. Selena, auch die noch ein bisschen trainiert, ein bisschen geschmiedet, die Silberschneider, im Prinzip auf Katana aufgerüstet, Panzerknacker, der hat sich einfach so angeboten, der musste sein, Panzerknacker. Wirmtöter noch, ja, ein bisschen Spezial halt, nicht wahr? Sie hat hier die Fähigkeit Axtbrecher. Gibt durchaus Sinn, ne? Kann das gut gegen Berserker einsetzen. Geil. Silas, Level 15, auch er. Defensiver Hieb, einer der Leiter minus 10 physischen Schaden, wenn sie einen Angriff einleitet. Sehr gut. Silberries, im Prinzip Silberlands upgraded. Mir fiel nichts besser sein, sorry. Charlotte, auch Rang S erreicht, Level 15 erreicht, die ist einfach so krass drauf. Und sie hat Axt-Spezialist, fügt plus 5 Schaden zu, Alter! Aukelmir, Rang S Waffe, 22 Damage. Ey, leck mich am Arsch. Krieger Axt noch zweimal angreifen, boah, ey. Also, das ist nicht echt mal Frauenpower. Wir haben versucht, Keaton Kane zu trainieren, wir lassen es aber, es bringt ja nichts mehr, ich hätte es auch anders machen können. Wir haben uns aber entschieden, die beiden nicht zu trainieren. Beziehungsweise werden unsere 17. und 18. Einheit. Naja. Sakura, die hat noch Rang A mit dem Stabbereich. Ich habe dummerweise keine Einheit mit Rang S bezüglich Stab, weil das können nur bei uns halt Felicia und Jacob. Sprich, Dienstmarkt und glaube ich, schlag mich, wie heißt die andere Einheit noch? Diener, genau. Die können das lernen, also die können bis Rang S werden mit dem Stab. Bifrost muss leider darauf verzichten. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen. Magiespiegel. Magischangriff werden von zurückgeworfen, Alter. Und sie hat, glaube ich, sonst noch Rettung, aber dann meinen. Doof. Großes Fest. Schiebt einen Verbündeten in Reichweite einen KP wieder her. Kann man gut gebrauchen. Sie hat noch nicht Rang A, aber ich habe es gerade für wichtig empfunden. Einfrier, Mummfest, Erholung, Schweigen. Denke natürlich auch sehr wichtig. Wir haben hier noch Eingebung. Ganz schlecht. Liu, der hat auch Rang A erreicht. Ihm aber gegeben Drachengeist noch. Fähigkeit von 1. Wo bist du angreifen? Magie runter. Ist jetzt nicht so tragisch. Kaiserfaust.
Ja, das Unheilstor, weil wenn der Unheilstor einsetzt, das sieht irgendwie... Es erinnert mich echt ein bisschen Ogrimmon aus Digimon. Deshalb dachte ich mir so, okay, mach mal Kaiserfaust. Donnerschwert, ja, Thundersword auf Englisch, mein Gott, man kennt's. Er hat Lebenssauger, stellt bis zu 50% KB daher, wenn ihr einen den Kampf einleitet und Gegner besiegt. Auch nicht schlecht. Case, Schurkenspitzel, ich glaube 5 plus 5 Schaden, war. Er hat eh nur Schurken. Chakra, Ninjurken, Shaken, Doppelschurken, wir kennen es bereits. Asura, glaube auch nichts Neues. Camilla, volles Waffenlevel. Sie hat Niederreiter plus 5 Schaden gegen unberührte Einheiten, Alter. Meisterachse für Krieg, Kriegachse zweimal angreifen, Donnerachse für Magie. Ragnarök, mir fiel da nichts ein, sorry. Mir fiel da echt nichts ein. Da dachte mir so, ja komm, Ragnarök, ja, man kennt es aus der Göttermythologie, sprich aus der griechischen, da, griechischen. Da mit Loki und so weiter, ich komme auf griechische, nordische natürlich, Entschuldigung. Mit Loki, Thor, Odin etc. etc., Götterdämmerung, das ist eigentlich schon das Absolute, willst du noch mehr machen? Ryoma, Rang S, natürlich hat er Schwertspitzel, sie können es anders sein. Rashinto, Kriegerschwert, haben wir zuschlagen, Kriegerklinge. So, ein bisschen stärker halt, Doppelkatana, natürlich auch geil. Hinoka, war der schon Level 15 oder noch nicht, wa? Minus 20 magischen Schaden, ey, die kriegt das sowieso, also ganz ehrlich, die kann jeden Magier angreifen, die kriegt überhaupt keinen Schaden. Das ist so krass. Die Kreuznaginata. Ah, wegen Doppelkreuz hatten wir schon. Die magische Nati. Ja. Wie gesagt, mir fehlt da nichts besser sein. Ich glaube, Kriegerlanzen noch für zweimal angreifen war. Genau. Sender ist, glaube ich, auch soweit. Klingenbrecher noch. Jo, Bestientöter. Hat eine erste Fähigkeit. Aegis hat er auch schon vorher, war. Jo. Das sind unsere Truppenfreunde, jetzt noch ganz kurz ein paar Gespräche hier machen. Viele sind zum Glück nicht, wir haben keine Rang S mehr, deswegen kann ich ein bisschen drüber quatschen. Sind nicht so diejenigen, die ich jetzt wichtig finde. Und ich kann schon mal ein bisschen erzählen, wie ich das, das Finale jetzt gerne reinleiten würde. Also. Es war ja so, glaube ich, so ab Part 70 hinweg habe ich da einige Parts, sage ich jetzt mal, verschwendet, in Anführungszeichen, mit DLCs, Nebenquests, habe versucht, getestet, kürzer Parts gemacht, überlängen Parts gemacht, etc. etc. Und seit ich glaube, irgendwie Part 80 drücke ich ein bisschen darauf, die Hauptstory zu beenden. Warum? Das mache ich deswegen, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist relativ unwichtig. Kann es im Prinzip relativ schnell ändern. Hat auch mit dem Thumbnail zu tun. Ich bin ja da eher ein bisschen Perfektionist und so weiter, auch wegen der Nummerierung. Und ich dachte mir halt nicht, dass das Let's Play mehr als 100 Parts in Anspruch nehmen könnte. Das heißt, eigentlich von der Nummerierung her, weil ich, wenn ich irgendwie sage, okay, das Let's Play hat weniger als 100 Parts, oder? Dann mache ich halt immer nur zwei Stellen von den Zahlen her. Die sind auch nicht irgendwie 099 am Schluss, wegen 99, weil es mehr als 100 Parts haben könnte, sondern halt 99, weil es am Schluss sein sollte. Das eine ist nur ein bisschen optisch, das habe ich glaube auch bei Xenoblade Chronicles schon mal gehabt und habe es dort angepasst. Also ich habe alle Parts nochmal durchgegangen auf YouTube, überall nochmal angepasst, die Beschreibung, Beschreibung natürlich der Titel. Und was war noch angepasst? Dann genau das Thumbnail. Das ist wie gesagt ein Grund, ist aber nicht so ein wichtiger, da spart mir auch ein bisschen Arbeit. Ist aber nicht so tragisch, wenn es halt mehr wäre. Also, ja, von dem her. Das ist der erste Grund. Der andere Grund, der viel wichtigere Grund ist, mir läuft die Zeit davon. Wir haben jetzt schon, wo ich aufnehme, Mitte Februar. Wir haben aktuell 3 Let's Plays noch. Alter, quatschen die lange, wollt ihr mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, nee. Hier ist lange gequatscht. Ja, aktuell 3 Let's Plays im Laufen. Das hier, Fates plus Pokémon Sonne Mond, das wird sicher länger dauern. Plus TS Berseria, gerade erst gestartet, das dauert auch länger. Plus, wir haben im Prinzip noch 2 mehr oder weniger Pipelines zum Beenden. Das wären halt Dragon Ball Xenoverse 2. Und auch noch Hollow Warriors Legends seit langem, langem am Beenden. Und da wären natürlich noch, in Anführungszeichen, Anno 1701 für das Drachen. Für die zweite Staffel. Das heißt, ich hätte eigentlich genug noch zum Hochladen. Aber, was kommt Anfang März? Genau, das neue Zelda-Spiel. Natürlich will ich es vorweg, also vorweg, sprich, weil das habe. Abo-Release, zocken und hochladen. Toll.
Zelda dauert garantiert auch ein bisschen länger. Vor allem, dass es eine riesige Welt ist. Da können wir durchaus vorstellen, dass es 150, vielleicht sogar 200 Parts hat. Das heißt, ja, es wird ein bisschen dauern. Und ich will es jetzt auch zwecks Arbeit und Studium und so weiter wirklich noch so handhaben, dass ich eigentlich 2 Parts täglich habe. Plus haben wir überlegt, eventuell Wochenende noch jeweils einen dritten Part, sprich... Ja, ein drittes Let's Play, also sagen wir so. Also eigentlich die ganze Woche 2 Folgen, 2 Videos. Jeweils eins von Tales of Berseria und eins von einem neuen Zelda-Spiel. Am Wochenende halt eventuell noch ein drittes, sprich Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag. Das heißt, wenn man so überlegt, Pokémon wird sicher länger dauern. Fire Emblem sind wir jetzt im Abschluss und deswegen drücke ich halt echt ein bisschen drauf, dass wir das noch abgeschlossen kriegen. Und ich die DLCs, Nimquests etc. etc. noch nicht mache. Ich will es noch machen, gar kein Thema. Jetzt nur packe ich irgendwelche Special Parts und dann sage ich mir echt, komm, wenn ich mal Zeit habe, ich passe überall die Thumbnails optisch an, nach die paar Beschreibungen, damit es halt wirklich wieder dreistellig sind und dann haue ich noch die restlichen raus. Also auch eine Option. Weil es gibt schon ein paar DLCs, die ich gerne noch zeigen würde. Vor allem auch, weil sie mit der Hauptstory zusammenhängen. Also, das heißt, es sind DLCs, die sollte man wirklich erst zocken, nachdem man Offenbarung durchgespielt hat. Ist echt so, haben wir so gesagt. Und das glaube ich auch und deswegen, ja, muss man da erst später machen. Wann das kommen würde, momentan echt fraglich, weil, wie gesagt, Tales of Berseria dann, das neue Zelda-Spiel, die werden sicher ein paar Monate noch dauern, weil Berseria hat jetzt auch schon etwa 30 Parts. Aber ich glaube schon, dass es 100 Parts lang wäre. Also sprich, 2 Monate sicher noch, kommen bereits zum nächsten Spiel und so. Also ich habe da ein bisschen... Ja, mir gehen ein bisschen die Plätze aus. Wobei eben, sind ja was 2 im Prinzip so mehr oder weniger ein bisschen abschlussmäßig, war. Je nachdem, was dann die DLCs noch kommt. Anno 1701, die zweite Staffel kann ich starten, wann ich im Prinzip will. Das spielt überhaupt keine Rolle. Halt, wo wir das letztes Mal abschließen, wäre ganz geil. Ja, das sind dann noch so ein paar Dinge, die ich mir so im Kopf noch rumschwirren habe und natürlich auch ein bisschen vorzuplanen muss, wa? Ja, das nur mal ganz kurz zu erzählen, wie soll ich jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücke. Und halt gerne mit Part 99 spätestens Fire Emblem Fates Offenbarung vorerst, ich jetzt mal abschließen würde. Wie gesagt, wenn ich das mit DLCs Nebenquests machen, noch keine Ahnung. Nebenquests, vor allem die Kinder, die wir noch gar nicht hatten, sprich das Kind von Silas und das Kind von Michael, das kennen wir bereits, das kann ich auch offscreen machen und vielleicht Anfang und Schluss kurz zusammenschneiden wegen den Cutscenes oder so, weil einfach die Haarfarbe anders ist, keine Ahnung. Und sonst ist eigentlich das gleiche, die gleiche Nebenquest und daher nicht unbedingt notwendig, das auch noch zu zeigen, weil ich es bereits bei Vermächtnis gemacht habe. Wir haben schon ein Thema Sinn, Vermächtnis und auch noch Herrschaft. Herrschaft, werde ich vorerst nicht let's playen und ziemlich sicher auch nicht mehr dieses Jahr 2017. Warum? Erstmal habe ich vorerst von Fates genug. Nicht, weil es irgendwie zu viel ist guten. Moment, doch, ebenso. Also nicht, weil es irgendwie ein schlechtes Spiel oder so etwas wäre, nee, aber es haben schon 2 Let's Plays zu Fates und doch die gleichen Charaktere und oftmals auch die gleichen Storyabschnitte und so. Und es geht schon ein bisschen ab in die Substanz und deswegen. Wenn Fire Emblem noch, was ziemlich sicher ist, dann eher doch das neue Fire Emblem Spiel, das bald schon kommt, Fire Emblem 15. Weil in dem Fall das Remake vom Ursprung von Fire Emblem 2 war. Wie ist das schon wieder? Heroes, nicht Heroes. Arios? Keine Ahnung. Irgendwie kommt bald ein neues Fire Emblem Spiel von 3DS raus. In Remake vom Ursprung von 2. Fire Emblem. Das glaube ich ein direkter Nachfolger zum ersten ist. Oder? Parallel zum ersten Spiel, also sprich auch parallel zu Shadow Dragons. Er ist ein bisschen seltsam, müssen wir mal gucken. Dann soll irgendwann mal noch ein Fire Emblem Spiel für die Switch kommen. Gab es, so wie ich gehört habe, sogar dieses Jahr, also sprich irgendwie Weihnachten 2017 noch. Was ich halt schon längst mal auf der Rechnung habe, wäre Fire Emblem Awakening, wo ich echt Bock drauf habe. Was auch zu meinem Lieblings-Fire Emblem Spiel gehört. Ist, glaube ich, sogar mein Lieblings, war. Also nicht zu meinen Lieblingen. Sondern es ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsspiel, wenn ich mich nicht täusche. Doch, glaube ich, müsste es so sein.
Also wenn es aktuell noch war, haben wir dann gar nicht das Fazit gezogen zu Fates Offenbarung. Augenstern? Natürlich, was man auch nicht vergessen darf. Ich habe ja vor geraumer Zeit mal, das war mein erstes Fire Emblem Let's Play, war ja zu Fire Emblem Path of Radiance, mit Ike und so weiter, das ist ein erstes Abenteuer und dem schwarzen Ritter wohlgemerkt. Eine Nachfolge steht noch an. Fire Emblem 10, Radiant Dawn. Ey, Quatsch. Vielleicht der Fire Emblem 10 war doch Shadow Dragons. Hä, bin ich jetzt doof? Nee, warte mal. Das war gerade Quatsch. Nicht Shadow Dragons war ja Fire Emblem 11. Genau, Fire Emblem 10 war doch Radiant Dawn. Ich bringe gerade Titel durcheinander. Toll. Nee, Dawn of New World war ja Tales of Symphonia, hallo? Ja, jedenfalls will ich noch Nachfolger zu Path of Radiance zocken. Mir fehlt sogar noch die Wii-Version, aber ich hoffe mal, dass das Ding noch im eShop angeboten wird. Oder schlag mich irgendwie auf der Switch oder so, keine Ahnung. Wäre schon geil und... ja, also ihr seht schon, Fire Emblem-mäßig steht noch einiges in der Pipeline und deswegen Herrscher, wäre schon ein dritter Abenteuer. Klar, es ist schwieriger und so, das schon, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde es auch den schwächsten Teil der Saga. Also in allen dreien ist Herrschaft definitiv der schwächste. Nicht, weil es so schwierig wäre oder so etwas, es ist teilweise ein bisschen unfair wegen Informationen. Das ist ein anderes Thema. Nee, ich finde es vor allem schwach, bezüglich der Storyline dort, die Story, die dort erzählt wird, ist... boah, nee, kannst du auch bringen, Alter. Aber egal. Ist ein anderes Thema. Jo. Soweit dazu. Jetzt natürlich ganz toll. Ich wollte eigentlich bis zum Zeitpunkt bereits fertig haben, den ganzen Gespräch. Natürlich kommt jetzt noch alles Mögliche dazu. Ich trinke mal ganz kurz was, Leute. Pull mit einer Hand. Wieso will ich den wilden Stier stoppen? Hä? Was ist mit den Leuten hier bloß los? Ein Gespräch noch. Gott sei Dank. Milord Leo, hallo. Hallo Charlotte, was willst du von mir? Nichts, Milord, im Gegenteil. Welchen Jammer. Reule. Das wäre auch ein seltsames Pairing gewesen, wa? Egal. Yes. Obligatorisch natürlich wieder mal. Der ganze Pack geht dann wieder mal für dafür drauf, aber natürlich eine Folge ein bisschen länger. Und Lilith ist bereits Level 40. Alter, warte mal ganz kurz, Leute. Alter, ist gerade heiß geworden hier drin. Was ist doch los? Bin ich in der Sauna? Draußen irgendwie minus 10 Grad, hier drin irgendwie 40. Hallo? Oh. Vielleicht hätte mal die Kopfhörer aufsetzen, wa? Ein Gespräch, nur das letzte. Badum, badum, badum. No matter what happens to us or to the world, you'll always be in my heart. Ja, das werde ich sein. Thank you for giving my song new meaning. Null Problemo, Kleines. Einladen mache ich jetzt extra nicht, weil es kann ja sein, dass das irgendwie, naja, wisst schon. Wenn wir ein Gespräch auslösen, wollen wir jetzt endlich mit dem Kapitel starten, wa? Wir haben alles gemacht, ihr habt es bereits gesehen. Es wird daher Zeit für Kapitel 27, also die ganzen Nebenquests hier, wa? Ja, die ganzen Kinder noch. So, Kapitel 27. Dank Michael haben sich die stolzen Krieger Oshidos und Noors verbündet. Es war ein steiniger Weg bis dorthin.
Nun steht der letzte Kampf bevor. It's the final countdown. Kapitel 27. Höre meinen Ruf, Shenlong! Was? Nee, warte mal. Falsches Spiel. Was? Das ist also ein Ankuss. Michael. This ends now. Ein Ankuss. Ihr habt lange genug mit uns gespielt. Warum? Warum ist es denn falsch, Menschen zu manipulieren? Ihr seid schwach. Die Menschheit hat vergessen, wo ihr Platz ist, wer ihre Wohltäter sind. Ihr existiert nur zur reinen Unterhaltung für uns Drachen, die wir über euch stehen. Ernsthaft, schon wieder Drachen? Also, in Awakening fand ich es noch cool, aber das hier wird langsam sicher ein bisschen, naja. Antworte mir also, Michael. Auf so zu schreien. Warum bin ich aber nun der, der leidet? Warum bin ich der, der allein sterben soll? Wieso haben Wesen wie Erfolg und ich bin begraben, missachtet, vergessen? Sag mir warum. Hilfe, die Stimme, kann ich mehr. Boah, bist du hässlich. Antworte mir, ihr lächerlichen kleinen Würmer. Ja. Wie gefällt euch all das ist Antwort, wa? Das kann nicht sein. Das hat doch nicht mal einen Kratzer hinterlassen. Du wagst es, mich anzugreifen und schlägst mit scharfen Stäben nach mir. Hier ist ein Schwert. Michael! Ja? Ich will ein armseliges Leben nun beenden. Och nö, nicht gleich über Vermächtnis, wa? Dann werde ich mir deinen Körper aneignen. Du entstammst meiner Blutlinie. Ich werde deinen Körper meinen Geist nutzen. Das ist echt unser Vater, ey. Leg mich am Arsch. Was wir das erlauben würden? Freunde, beschützt Michael! Wenn sie das Monster aufhalten, lassen Ankos nicht seine Nähe! Als können die einfachen Kreaturen niemals einen Drachen aufhalten. Wenn es so weitergeht, dann sind wir bald alle tot. Ich brauche mehr Stärke. Ich brauche mehr Kraft. Ich brauche die Kraft, alle zu beschützen. Die Kraft eines Super Saiyajins. Ja, die Kraft, diesen Kampf zu beenden, genau. Was? Was ist das für ein Licht? Könnte es sein, dass unsere fünf Waffen aufeinander reagieren? Hm. Natürlich, ich erinnere mich, der Ringbogenweiser sprach davon. Er sagte, wir würden die fünf Waffen benötigen, um das Flammensiegel zu erzeugen. Brüder, hebt eure Waffen! Es wird Zeit für das Feueremblem! Hm, Brüder, keine Schwestern, wir haben keine eigenen Waffen. Voll fies. Das Yato, es verändert sich! Yes. Die Kraft unserer Waffen scheinen das Yato zu fließen. Freunde, macht euch bereit. Greif ihn voller Kraft an! Wir müssen Michael unterstützen! Wir stehen dir bei, Michael. Lass uns den Ankurs besiegen. Das ist die wahre Form des Yato. Das ist legendäre Fire Emblem! Dann können wir es schaffen! Go. Freunde, folgt mir. Wir werden diesen Krieg beenden. Es ist das Omega Yato, die kreisende Säge! Wir können 60 Charaktere mitnehmen, wie geil ist das denn?
Mann, alle kommen mit! Yo, Mann, was geht ab? Die Reihenfolge stimmt nicht ganz, hallo? Ah, ist egal. Freunde, es geht hier richtig zusammen. Bin ich hier positioniert, hallo? Achso, das sieht gerade ein bisschen seltsam aus. Hey, ja, warte mal. Leicht crazy, aber trotzdem. Hat gesagt, Heilzone, hä? Okay. Ach du Scheiße, hab ich nie alles. Stiller Drache. Na ja, gut, das ist keine menschliche Form, okay. 37, ja, so stark ist er gar nicht. Ja, das ist machbar. Dachte er natürlich ein bisschen doof, dann hat. Aber eigentlich so ähnlich wie damals Garen's Form war im letzten Kapitel. Im Final Kapitel, so, man sieht sie bereits, das ist ein bisschen doof. Nein, er wollte gar nicht. Ah. Ich wollte eigentlich recherchieren. Was? So. Machen wir die mal hier. Wieso der hier hinten ist, mit einem Rätsel. Also eigentlich müssen eher die Heiler hinten sein. Die Jungen dann doch lieber gerne hier. Dann hätten wir Taco mit den Scharfschützen. Okay, dann doch mal ein bisschen gucken. Wir haben natürlich mit Axt-Spezialist, wa? Sieht trotzdem übel aus, scheiße. Da kommt direkt alle auf uns zu. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin auch zurück. So. Ja, speichern, dann gucken wir ganz kurz an die Gegner an. Wir machen noch ein, zwei Züge und dann ein paar Mal beendet. Was haben wir jetzt? War ein paar Nummer. 95, alter Schwede. Ja, wird schon. Hm. Naja, sie haben schon krasse Waffen und so weiter, aber nee, komm das. Vor allem im Vergleich zu Herrschaft ist das eigentlich eher Pillepal. Die haben keine Fähigkeiten, nix. Na naja, komm, was machen wir mit Handdrehen? Listen. Der ganze Aufruf von vorhin hat neue Quellen auf dem Schlachtfeld eröffnet. Wir sollen sie so bald wie möglich versiegeln. Womöglich sind sie in anderer Natur, als die wir zuvor sahen. Ich weiß nicht, was wir wirken, aber wir sollen eine Testlinse herausfinden. Ja, schöner Plan, aber schön scheiße, weil ich habe gerade andere Sorgen. Bogentypen, haben die irgendwelche speziellen Waffen? Nö, dann ein bisschen Ragnarök. Ja, kann ein bisschen Rücken. Kann ein bisschen Rücken, versteht ihr? Egal. Ich würde trotzdem sagen, zurückziehen, Gasse bieten, weil sonst muss ich die alle miteinander angreifen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, das wird eine Katastrophe. Wir ziehen uns zurück. Das heißt... Aha, jetzt sowieso unpassierbar. Okay, Takumi. Geh mal hier hin, Leo. Ich kann ihn vorne leider nicht gebrauchen. Ach du Scheiße. Okay, doch, er muss hier eine Gasse bilden. Warte mal. Ah, doch, der magiert aber nicht allzu viel. Okay, das müsste machbar sein. Interessante Musik übrigens, wollte ich gerade sagen. Ryoma sieht ja bitte auch mal zurück. Du bist eh relativ schnell. Case, ich hätte relativ wenig Bock drauf, dich hier drauf gehen zu lassen. Wenn du verstehst, was ich meine. Silas ist ja eigentlich auch ein bisschen unpraktisch. Ja, sie eigentlich sowieso. Ui, das war knapp. Hätte noch irgendwie was zum erwischen schon. Oh, toll, ich kann ein bisschen Glück machen. Omegato natürlich stark, gar keine Frage, brauche ein bisschen Defense. So. Oh scheiße, Ninja Yumi. Nein! Ich voll Trottel! Oh. Das. Na gut, es ist noch ein Anfang im Kapitel, also muss ich halt Rettung einsetzen. Scheiße! So.
Wie gewohnt Animation aus. Sie greift nicht Takumi an. Hä? Verarschen? Soll man kapieren? Alter, Michael ist sauer. Kann er aber auch verstehen. Nein, jetzt greift er doch noch an. Na gut. Ja. Da kommen nicht alle auf einem Haufen. Leck mich am Arsch. Trotz paar Wiese. Na gut. So geht's natürlich auch. Und Sender macht sein Level up. Jo, da kommt einiges auf uns zu, wa? Blick gerade über Dinge wie die Waffe wechseln, so auf Omega Yato. Aber nee, komm, da bringt sonst nichts. Dann machen wir es nochmal so. Mhm. Kannst auch besser helfen, sehr gut. Ich habe relativ viel Verteidigung, wa? Ja, da ist doch super. Ich kann irgendwo Hiwa einzusetzen, weil wäre natürlich eng geiler, wenn der irgendwie was Mütze kriegt, bin ich am Arsch. Kann auch schon die scheiß Magier. Ich habe natürlich auch gar keinen Bock drauf. Hm, fast gekillt. Hm. Toll. Ein bisschen hier, ein bisschen sammeln. Ich würde gerne Hinoka hier hinstellen. Obwohl, nee, warte mal, wir stellen mal Case hier hin. Was? Kannst du sagen, wollen wir hier verarschen? Schon besser. Level up für Case. So, der wäre auch erledigt. Ja, jetzt haben wir langsam ein Problem, wa? Wir haben zum einen noch die Silberbogen-Typen, wir haben bereits die Magie-Typen. Bei Magie würde ich gerne mal die hier anstellen. Also mehr oder weniger. Sind wir natürlich. Ne, da kann ich bei Pfeiltypen noch nicht machen. Rennen natürlich mein Unglück. Ich habe viel Verteidigung, war. Ich kann natürlich, wenn es eine blaue Waffe ist, mal das falsche Yumi ausrüsten. Das würde natürlich gehen. Das ist. Okay, Leo ist hier ein bisschen fehl. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit für das große Fest, war. So, es ist immer noch nicht optimal, aber sehr langsam und doch sicher. Ich kann mal ein bisschen in die Mitte stellen, geht sonst nicht. Vielleicht nichts hier draußen. Naja, muss mal schauen. Ja gut, halt sie erstmal, bringt auch sowieso nichts. Mann, ihr macht bei Benny keinen Schaden. Man kapiert das endlich. Die Verteidigung ist viel zu fett, da kommt er nie im Leben vorbei. Alter. Wie Verteidigung hat der Typ überhaupt? Ist mal ein Maximum. Aua. Das tat aber weh. Sie kapieren es nicht, Freunde. Also sie wollen es auch kapieren, keine Ahnung. Ja gut, ich meine, so weiter geht's, sind wir bald durch, wa? Aua. Ja. Ja, man, die kommen alle auf uns zu, also da muss ja bald mal vorbei sein. Oh je, je, es ist schon wieder das große Fest da, gibt's ja nicht, hey. Und da haben wir die erste Maximal Level erreicht. Das ist Sakura. Und sie hat was auf Maximum? Geschwindigkeit und Glück.
Okay, Freunde, wenn wir sagen, an dieser Stelle, wenn ich mal ein Part, Kapitel 37, 37 sage ich schon, 27 beginnt. Ja, relativ voll. Kommt alle auf uns zu. Ist aber geil, wir blocken bisher noch alles, aber es bleibt auch so. Aber wenn ich zumindest mal die Pfeiltypen erledigt habe, könnte ich langsam mal Leo und natürlich auch die gute Nix nach vorne stellen. Natürlich auch Lies, nicht zu vergessen, ne? Dann natürlich auch magisch mal ordentlich reinbrettern. Oh yes. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.